Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Sea of Stars. Ja, nachdem wir ja beim letzten Mal diesen Windstoßring oder Artefakt oder was das auch immer war gefunden haben, können wir das hier sehen, Mistralarm reif, dass wir halt die Böcke bewegen können. Haben wir dann auch den Schlüssel zur Mine gefunden. Und ja, haben dann nochmal einen Weg vor uns. Aber erstmal schauen wir hier lang, weil den anderen Weg wissen wir ja. Eigentlich. Zack. Machen wir mal so. Oder auch nicht. Machen wir vielleicht einmal so. Einmal so. Einmal so. So, so. Und so. Okay. Was haben wir denn hier? Ah, einen müssen wir dann noch durchschieben. Welcher Weg ist das überhaupt, den wir hier gehen? Fragen über Fragen. Keiner kann's mir sagen. Komm ich denn da jetzt hin? So, ne? Jupp. Okay. Hab's. Ah, das ist das Ding. Ah, okay. Schleuder, Schleuder. Was? Ihr seid hier eingedrungen. Bist du Maikomund? Wieso habt ihr meinen Tier abgetan? Das ist ungerecht. Rookie kann nicht wissen, dass ihr nur spielen wollt, wenn ich nicht bei ihr bin. Was ist los? Spielen? Du terrorisierst die ganze Stadt? Nur zum Spiel, aber niemand ist stark genug. Niemand versteht mich. Hast du niemanden von deinen Kräften erzählt? Magie ist kein Spielzeug, Maikomund. Seid ihr hier, um mich zu tadeln? Ich habe euch nichts zu sagen. Ihr habt Rookie wehgetan. Raus aus meinen Fort. Was ist das? Mann, 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 diese Musik kommt gleich wieder. Okay. Schaufelritter. Autsch. Den letzten habe ich nicht so hingekriegt. So, jetzt kann er nicht angreifen. Sehr gut. Diese Musik, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, das war dumm von mir, aber gut. Ist halt manchmal so, ne? Autsch. Wow, das tat weh. Autsch, das auch. Nicht. So. Ernährung. Einmal heilen, bitte. Schaufelritter. Oh Mann. Autsch. Das kriege ich nicht hin, ne? So. Jetzt greift er wieder an.
einmal geblockt, danke. Heilendes Licht nur. Ich werde es mal innen erledigen. Das ist ganz schön stark, ey. Ich kann gerade nur das, aber mache ich mal wieder. Was? Was? Was geht hier ab? Naja. Es fängt an zu zaubern. Jetzt zaubert er. Geo-Atem. Wow, was fügt das denn für Schaden zu? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Junge? Scheinbar ja. Oh mein Gott, ist dran. Wie viel Leben haben die denn? Oh, ich hab geblockt. Erstmal alle heilen. Muss sein, weil sonst sind wir gleich tot. Das habe ich auch wieder abgeblockt. Nice. Ernährung kann er. Ich schleude ihn mal hoch. Da kriege ich das Timing nicht hin. Da kriege ich das Timing irgendwie nicht hin. Machen wir die Combo hier, ne? Sehr gut. Mann. Okay. Machen wir das einmal. Und ziehen wir ihn einen rein. Oh Mann. Die Time kriege ich gerade nicht mehr hin. Und das Timing kriege ich irgendwie überhaupt nicht hin. Aber das Blocken kriege ich hin. Mann, Mann, Mann. Ja, manche Sachen funktionieren ab und zu nicht, ne? Weil ich zu blöd bin. Wow. Okay. Nur die Kombo dazu? Hm, nee. Oder? Doch. Geschafft. Erfahrungspunkte. Ihr seid sehr stark. Hat man mit euch auch geschimpft, als ihr noch Kinder wart? Habt ihr deshalb euer Dorf verlassen? Hör mal, Maikomon, du wurdest mit besonderen Kräften geboren und es ist eine Schande, dass dich niemand dabei unterstützt hat. Unterstützt? Alle machen sich lustig, weil ich anders bin. Maikomon kann nicht graben, sagen sie. Hast du es dann ausprobiert? Es ist zu langweilig. Ich kann es nicht wie alle anderen. Alle mögen es, ich nicht. Alles ist nur etwas für die anderen. Versuche ich es, sagen sie, Maikomon ist nicht gut. Gebe ich auf, dann sagen sie, fauler Maikomon. Ich versuche es, aber ich verstehe nicht. Also baute ich einen fort, um es ihnen zu zeigen. Ach. Ist schon okay, Maikomon. Du musst nicht so sein wie alle anderen. Gal hat recht. Normal sein ist nicht dein Ding. Dann mach eben was anderes. Du verstehst dich gut in Erdmagie, nicht wahr? Ja, ich liebe Magie mit Erde und Felsen. Aber alle sagen, ich soll es lassen. Sie verstehen es nur noch nicht. Ich bin sicher, du könntest ihnen helfen, wenn du es wolltest.
Willst du nicht versuchen, Gutes zu tun? Sie werden mich nur auslachen, weil ich schlecht grabe. Nein, sie müssen bloß sehen, was du tatsächlich kannst. Ich will es nicht zeigen. Schon gut, Kumpel. Nimm dir Zeit. Kann ich im Fort bleiben? Nun, es ist deines, oder? Stimmt's, Leute? Absolut. Ja, außerdem ist dein Fort echt cool. Ich mag euch. Nun, tust du uns den Gefallen? Nun, tust du uns dann vielleicht den Gefallen, keine Monster mehr zu erschaffen? Rookie ist kein Monster. Natürlich nicht. Sieht sie euch an. Ihr versteht mich. Okay, vielleicht will ich Gutes tun, wenn meine Magie benötigt wird. Fürs Erste bleibe ich mit Rookie hier. Danke, ich mag euch. Alles Gute. Alles Gute, Maikomund. Nicht schlecht, Garl. Ha, manchmal braucht man nur eine positive Einstellung. Seht uns an, bringen eine kleine Stadt in Frieden. Sind allerdings einem Schiff keinen Schritt näher. Die Spensterinsel? Sehen wir nach dem Dorfbewohner. Sicher läuft der Aufzug jetzt. Ich muss mir den Schlüssel nochmal ausgucken. Die schon wieder. Die Uhr tickt. Laufen die Vorbereitungen gut? Zur Sonnenfinsternis sind wir bereit. Bereit und gespannt. Ich befürchte, die Adjutantin könnte zögern. Wir sollten uns Gewissheit verschaffen. Ich gehe selbst. 3. Sorge dafür, dass in meiner Abwesenheit alles gut und glatt läuft. Die Krieger der Sonnenwende sind zurück. Ist die Bedrohung gebannt? Maikomund willigte ein, die Windtunnel freizuhalten. Wir sind sicher. Hurra! Du hättest deine Rolle in der Sache erwähnen sollen. Ich. Verzeihung, tapfere Männchen. Es fällt uns schwer, seine Talente richtig zu würdigen. Nun, ihr alle solltet in Zukunft besser respektvoller sein. Wenn so etwas wieder passiert, sind wir vielleicht nicht hier, um euch zu retten. Verstanden, ihr habt unser Wort und unser Dank. Können wir euch das irgendwie vergelten? Wir suchen nach ein paar Abenteuern, die uns dabei helfen, zu einer anderen Insel zu segeln. Oh, in diesem Fall solltet ihr es in der Hafenstadt Brisk versuchen. Ihr könntet den großen Aufzug in den Süden gerne benutzen. Ihr habt ihn schließlich auch repariert. Eine Hafenstadt? Dort finden wir bestimmt ein Schiff. Man trifft dort die unterschiedlichsten Leute. Ihr findet bestimmt, wonach ihr sucht. Oh ja, vielleicht gibt es dort sogar eine Taverne. Probieren wir diesen Aufzug. Yep. Später. Ich muss nochmal das andere gucken. Die Musik. Aber alle wieder fleißig jetzt, ne? Ich glaube, das war hier lang, ne? Ich bin aber nicht weg. Warte mal. Ups. Okay, wir sind komplett geheilt. Das ist gut. Tschüss. Natürlich sind hier wieder Monster, ne? Ich glaube, das war nämlich hier lang. Ah, guck mal, Pilze sind wieder da. Da sind wir schon wieder dran vorbei. Oder war das in der nächsten? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ach nee, das war hier, ne? Wir können die schön umgehen. Ich muss sie ja gerade nicht unbedingt bekämpfen.
Da. Schlüssel zur Mine. Was haben wir hier? Ah, da müssen wir wieder so hier und da rüber blocken, ne? Dann machen wir den nochmal so. So. Dann müssen wir da runterspringen, oder? Ach, das war das? Okay. Da ist das also. Tschüss. Natürlich nehmen wir das auch mit. Wäre ja schade, wenn nicht, ne? Bin mal gespannt, was wir da drin haben. Händlersiegel gefunden. Okay. Für bestimmte Händler möglicherweise von Interesse. Na dann. Und da ich keine Lust habe zu kämpfen, gehe ich wieder so rum. Sorry. Ein bisschen müde. Beziehungsweise ein bisschen Sauerstoffmangel gerade irgendwie. Aber ja. Ich muss das Fenster aufmachen. Bin aber gerade zu faul. So. Bin gespannt. Müssen wir kämpfen oder kommen wir so weg? Ich glaube, wir müssen kämpfen. Oder? Ne? Okay. Kommen wir doch so raus. Alles klar. Und aufwärts. Hätten wir früher machen können eigentlich, ne? Naja, was soll's. Oder ging das über früher? Nee, ne? Kam noch gar nicht dahin. Naja. Ach doch, kam ja. Diese Musik in der Stadt, ey. Verkaufen. Zwei davon. Hatte der jetzt eigentlich was Neues für uns? Nö, ne? Außer, dass wir was zum Futtern haben können. Fisch im Pergament. Können wir aber eigentlich auch kochen. Wir können auch nur eins nehmen, vor allem. 35, klar. Ich kaufe auch so viel mit einmal. Ist auch ganz schön teuer, ne? Mach das aber so. Hallo. Danke nochmal für die Hilfe mit Malcoin. Ich verspreche, das wird uns ab jetzt besser. Wenn ihr nach Brüssel wollt, könnt ihr den großen fliegenden Lift in den Süden des Dorfes nehmen. Eigentlich wollte ich hier gerade runterspringen, aber nicht mit den Quatschen. Ich speichere mal kurz. So. Auf nach Brüssel. Yep. Machen wir einfach. Gönnen wir uns nochmal. Ach, guck mal. Kochen. Davon haben wir nichts. Können eh nur eine Sache machen. Davon haben wir zwei. Eins. Eins. Vier. Gar nichts. Ich mach davon nochmal was. Wir brauchen echt mehr Platz. Ich hoffe, man kriegt mehr Platz. Ah, so. Hi. Hey, wollt ihr eine Geschichte hören? Ja. Boah, das ist wieder viel zu viel lesen. Ich muss kurz was trinken. So. Die große Beschwörung. Was nur wenige Leute wissen, ist, dass
Kunusnuku, Kunusnuku schon zur Zeit der großen Beschwörung verbannt wurde. Die Kanalisierung hat er Monate davor begonnen, als die Echsen noch die Oberhand hatten. Es war am Ende jahrzehntelangen Kämpfe, nachdem klar wurde, dass die Molekinmagier siegreich sein würden. In dieser Nacht der Nächte trug der Wind die erste Siegesschreie über den Archipel. Plötzlich tat sich ein Riss im Himmel auf. Eine riesige Himmelschlange stürzte alles ins Chaos. Bis zu diesem Tag rätseln die Historiker über die Herkunft der Himmelschlange. Manche meinen, es handelt sich um ein Monster, das in einer anderen Dimension gestohlen und hierher gezwungen wurde. Andere meinen, sie stammte aus den Wolken und war freundlich, sei aber von schwarzer Magie verdorben worden. Ungeachtet ihrer Herkunft sollte die Himmelsschlange die Welt für immer verändern. Damals zur Zeit der Ovaten hätte das Ritual der Elemente vollzogen werden können, um den Verstand der Himmelsschlange zu kontrollieren. Doch leider waren die Ovaten längst tot. Die Molekin-Elementaristen mit ihrer Erdmagie als einzige Stärke ersannen einen Plan, um der Bedrohung Herr zu werden. Sie trieben komplizierte Windtunnel in Ixtoids Berg und verwandelten ihn in ein riesiges Musikinstrument. Als der Wind durch den Berg blies, erklang eine so reine Melodie, dass die Himmelsschlange in den Schlaf gezwungen wurde. Die Magie war mächtig und man glaubte, dass die Welt nun für Generationen sicher wäre. Oder zumindest solange die pure Melodie im Berg erklingen würde. Im Sinne des Allgemeinwohls gaben die Molekin ihre magischen Studien auf und errichteten auf der Bergspitze einen Außenposten. Im Laufe der Generationen wollen sie zu Bergbauexperten. Sie schworen, die Windtunnel in Betrieb zu halten. Seitdem malochen die tapferen Molekin rund um die Uhr, um die Welt mit ihren wackeren Spitzhacken zu retten. Trotz Jahrhunderte der Stabilität kursiert ein Gerücht, wonach die magische Stärkung der Windtunnel eines Tages schwinden wird. Es steht zu hoffen, dass die Ovaten bis dahin zurückkehren. Ende. Uiuiui. Joa. Was für eine Geschichte, Schwiner. Warum lese ich das eigentlich vor? Ich merke jetzt schon, dass es wieder viel zu viel ist für meinen Hals. Weil ich das schon eine ganze Weile jetzt nicht gemacht habe. Aber naja, was soll's. Ist eben so, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir runter gleich, oder? Hallo. Ich möchte... Warte mal. Könntet ihr das... Mal sehen, was ich tun kann. Könntet ihr das... Achso. Pumpe neu starten. Müssen wir das hier jetzt mal aufmachen, ne? Mein Bruder hat einen Gemäldefallen. Kaum zu glauben. Genau hier war das nämlich. Das war nämlich noch das. Dann machen wir das nochmal. Der pennt ja. So, jetzt kann ich den Bart nehmen. Und jetzt ist das Ding und die Tür offen. Muss Mühle aktivieren. Oh Mann. Hey, ihr habt es geschafft. Danke, das war dringend nötig. Hier, für die Umstände. Regenbogenschnecke gefunden. Ich frag mich, wer die haben möchte. Okay, sonst funktioniert jetzt alles hier wieder, ne? Hallo? Hier ist keiner. Hallo? Ich werde der Welt zeigen, dass wir Molekins nicht bloß Bernstein schnitzen können. Wartet's ab. Meine bisherige beste Arbeit, aber es geht besser. Danke. Eine Regenbogenschnecke gefunden. Schon wieder.
Wir können sogar den ganzen Weg jetzt zurückgehen, ne? Würde ich eigentlich einmal machen wollen, kurz. Hey, die Krieger der Sonnenwende, die uns geholfen haben. Jetzt, wo ich meine Werkzeuge wieder habe, kann ich den Felsen entfernen, der die Straße zum Angelsee blockiert. Moment, es wird nicht lange dauern. Abkürzung? Abkürzung. Abkürzung. Okay, das ist sehr cool. Neuer Weg frei. Man sollte wirklich in dem Spiel mit alles reden. Da, der Weg ist nun frei. Ich hoffe, das hilft euch ein wenig. Danke nochmal. Und danke. Ja. Aber auch zu danken. Weil ich wollte nämlich was gucken. X-Holz-Vorplatz. Zurück können wir nicht, ne? Ach, guck mal. Oh, die wachsen auch wieder nach der Zeit. Es lohnt sich. Hier war nichts weiter, ne? Ich müsste hier nochmal kurz einmal alles absuchen gleich. Weil manchmal ist hier doch noch irgendwo was. Na, guck mal. Das R. X-Holz ist inaktiv. Schade, dass wir keinen Namen haben, den wir ihnen geben können. Wer aber einfach aktiviert hat. Und sind wir hier runter eigentlich? Ja, ne? Ja, das haben wir, okay. Das hatten wir. Ich glaube, dann haben wir hier auch nichts weiter. Eigentlich habe ich auch alles abgesucht. Ob hier vielleicht noch irgendwo was ist. Außer Essen. Das hier noch. Schön mitnehmen alles. Ich will mal kurz gucken gehen. Und wir da drüben noch irgendwas haben, vielleicht. Aber ich glaube, das war sonst alles. Na gut, Tomaten. Ich weiß, dass wir irgendwo noch einen Stein hatten, ne? Den wir betätigen können. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal kurz gucken gehen. Moorlande. Ach komm, verschwindet. Hab grad keine Lust gegen euch. Tschüss. Guck mal, Pilze sind hier wieder. Es lohnt sich wirklich nochmal zurückzugehen. Dann können wir nochmal ein bisschen aufstocken an Ressourcen zum Kochen. Machen wir das nochmal kurz. Was war da oben nochmal? Das war eigentlich nur zum Runterspringen, ja? Und ich glaube, hier gab es auch nochmal Zutaten, oder? Zeig mal. Yep, Tomaten. Sehr gut. Wie gesagt, es lohnt sich. Es lohnt sich. Zum Glück können wir an einige Stellen immer runterspringen. Und es passiert dann nichts. Haha, nicht getroffen. Voll ausgetrickst. Fuck. Na gut. Machen wir sie aber platt. Wollte ich sagen, ne? Warum hat der andere so wenig bekommen? An Schaden nehmen. Tschüss. Okay. Na gut. Ich war einfach nur zu blöd, darüber zu springen irgendwie. Dass das geht, wusste ich nicht. Guck mal hier. Haben wir nochmal was. Habe ich das beim letzten Mal eingesammelt? Das war das.
Mehr konnten wir ja nicht entziffern. Diese Viecher, ey. War hier noch irgendwas? Ja. Hier war auch noch was. Da auch nochmal. Geht weg. Ach man. Klappt nicht immer. Aber immer öfters. Klaus Dala. Warum klappt das mit ihr denn nicht mehr? Naja. So. Das greift er natürlich an mit Ram. Habe ich das abgewehrt eben? Autsch. Mann, jetzt bin ich wieder völlig aus der Takt damit. So, weg mit dir. Nee, wie verkacke ich das gerade schon wieder, ey? Aber das nicht, zum Glück. Ich verkacke das gerade voll. Autsch. Ich sag ja, ich verkacke das gerade voll. Weg mit dir, ey. Naja. Jetzt zimmern wir ihn damit aus dem Leben, oder? Wenn's klappt. Jupp. Ja, hat nicht geklappt, an ihn vorbeizurennen. Ich muss halt heilen nochmal. So. Was war da noch drin? Was war hier hinten? Hey, was war denn hier? Ein Ausgang? Ah, jetzt sind wir hier, okay. Das war das Ding, was wir noch haben wollten. Was wir jetzt auch kriegen. Sieht aber auch aus, dass da wieder so ein Regenbogen. So eine Regenbogenflöte drin ist. Oder Regenbogenschnecke. Regenbogenschnecke. Natürlich. Kann ich hier mal speichern? Würde ich mal sagen. Zack. Einmal kurz ausruhen. So. Dann. Ich will gerade gar nicht gegen die kämpfen. Bloß weg hier. Da drüben können wir eh noch nicht hin. Das bringt nichts. Ach, come on. Da kommst du nicht weg. So, jetzt habe ich alle mit einmal getroffen. Das kriege ich immer schnell hin, ne? Das kriege ich auch hin. Oh, nochmal. Und jetzt aber nicht. Ich meine, eine Klappe nicht so weit aufreißen sollen, oder? So.
Weg mit dir. Wollt die MP auch nochmal auffüllen. So. Okay. Dann können wir auch nochmal speichern. Können wir das eigentlich angucken? Ein Prickeln der alten Magie ist spürbar. Es ist, als wären sie mit der Zeit fast vollständig verschwunden. Schubidu. Schubidu. Du. Ach ja. Der steht immer noch rum. Steht halt wirklich immer noch da rum. Guck die Berge an. So. Den ganzen Weg wieder zurück. Naja. Das ist dieser Drache, der die ganze Zeit da pennt. Oh. Ja. Müssen wir nochmal machen. Ich habe eben noch gut Schaden genommen ab. Und kochen müssten wir eigentlich noch. Aber naja. Aber nochmal speichern hier. Denn ich würde sagen, ich werde hier erstmal die Aufnahme beenden. Und wir machen uns dann das nächste Mal auf nach Brisk, ne? Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Sea of Stars. Bis dann. Ciao, ciao.